Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zur dritten Folge von meinem Let's Play Europa Universalis 4. Ja, wir sind kurz davor, einen Krieg mit Venedig zu starten. Quasi. Wir können unseren Ruler zu einem General machen. Es gibt so etwas, das nennt sich Army Tradition, das da. Ich habe nicht den blassesten eines Schimmers, wie ich die beeinflusse. Auf jeden Fall, je höher die Army-Tradition, die Armee-Tradition ist, desto besser werden die Generäle. Auch damit zu tun, wie viele Forts man hat. Die Army-Tradition ist generell, glaube ich, nicht schlecht, wenn man hoch hat. Weil erstens einmal die Generäle besser werden, die Moral der Armee ist besser, was weiß ich, alle möglichen solchen Sachen. Ich nehme mal an, wenn man kämpft, steigt das und so weiter und so fort. Rein theoretisch könnten wir unseren Herrscher zu einem General machen, das kostet uns nichts. Aber das Problem ist, wir wollen ja, dass der Ladislaus zum römischen Kaiser wird. Dazu brauchen wir ihn allerdings erwachsen, wenn der Friedrich stirbt, weil ich glaube, als Kind wählen sie ihn nicht und dann wäre das Spiel recht schnell aus. Nein. Okay, das heißt, wir werden den Friedrich wahrscheinlich nicht zum General machen. Nur zwei Generäle wären dann schon ganz praktisch, aber es kostet 100 Tierpunkte. Boah. Das ist grausam. Wie viele Schiffe sind da jetzt schon? Zwei. Geh weg. Zwei und das dritte kommt hoffentlich irgendwann mal. Bauen wir noch ein viertes dazu. Hallo? Bauen wir noch ein viertes dazu. Und zu wenig Seeleute. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir können auch noch Treviso verlangen. Okay. Damit würde ich fast sagen, dass wir den Krieg mit den wahnsinnigen Venezianern starten können. Allerdings, wenn wir Krieg gegen Venedig führen, müssen wir auf jeden Fall diese Flotte mal nach Hause bringen vorher, weil die sind einfach zu modig. Jetzt warten wir mal, bis die Flotte daheim ist. Für dich versuchen wir das auch nochmal. Komm schon. Naja,
wird nicht besser. Botshells. Es gibt Schlimmeres im Leben. So, da sind 20 Truppen drinnen. Bist du irre? Achso, wir sollten vielleicht zuerst den Krieg erklären. Oder? Was sagt sie hier? Versuchen wir das doch mal. Ungarn würde mitmachen, wenn wir ihnen was geben würden. Das wäre sogar recht. Wir geben ihnen vielleicht Dalmatien. Und wir hätten gern Verona. Und wir sagen, ja, wir geben ihnen was. Dann brauchen wir nicht alles kämpfen. So, und dann machen wir Folgendes. Hallo. Erstmal wollen wir da langsamer. Sobald ich nämlich anfangen muss zu kämpfen, wird es so problematisch bei mir. Schicken da zwei woanders hin. 10.000 gehen mal dahin. Sollten die Wahnsinnigen in Venedig auf die Idee kommen, uns anzugreifen. Oh, sie kommen schon auf die Idee. Jetzt kriegen wir gleich mal eine auf die Dings, weil die sicher den stärkeren, na, die haben auch so einen modigen Leader wie wir. Passt. So, das Problem ist, wir greifen sie an. Wir haben eine etwas bessere Moral. Ansonsten sind wir in etwa gleich stark und wir haben super gewürfelt am Anfang. Einen etwas besseren Anführer. Und natürlich. Ah, oh, beim zweiten Mal auch besser gewürfelt. Sehr gut. Jetzt bitte bald an. Wann seid ihr dort? Am 12. September. Hm. Die scheint es echt zu gewinnen. Damit habe ich nicht gerechnet. In welche Richtung rennen die? Nach Friaul und Venetien. Etwas Glück. Wann sind wir denn dort in Friaul? Am 28. und wir sind am. Ah, shit, wir sind am 1. erst dort. Was mit denen? Warum die nicht so lang? Nein, das war erst am 1. Das ist schlecht. Ausgezeichnet. Da könnten wir sie tatsächlich. Ha! Wir haben sie umgebracht ganz. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich sogar ausgezeichnet. Das nennt man Stack Wipe. Ha! Und die Ungarn kümmern sich um Dalmatien. Das finde ich auch gut. Finde ich gut. Gute Sache, das. Ah, nein, du kannst abbleiben. So.
diese Armee dort unten werden wir sowieso nicht in irgendeiner Form ausräuchern können, weil sie haben die Seemacht. Obwohl, haben sie die? Scheinbar hat Ungarn ihre Flotte zerstört. Vielleicht, weil sie im Krieg mit den Osmanen sind, lassen sie ihre Flotten drinnen. Aber da sind auch neun Schippernakeln. Versuchen können wir es ja mal. Vielleicht versucht die einfach rüberzugehen. Er versucht rüber zu gehen. Kommt vielleicht auch rüber. So, warte mal. Das da wollen wir nicht zu schwer in Anspruch. Wir gehen da rüber. Weil wir wollen dieses Land ja erobern. So, wir haben gute. Guten Verlauf jetzt schon. Wir haben schon 11%. Sie haben zwar noch hohen Enthusiasmus, aber das werden wir schon. Das werden wir nicht schon ausreden. Sobald wir Treviso und Dalmatien haben. Ach, nee, klar, der bleibt in Treviso stehen, der Idiot. So, warte mal. Zunächst einmal, wir wollen. Wir wollen Folgendes machen. Wir machen Shift Consolidate. So, mal das. Hat der ungarische Anführer irgendeinen Gescheiten mitgenommen? Nein. Ist ja klar. Wäre auch zu einfach gewesen. So, jetzt tauschen wir zwischen denen aus. Und zwar, wir wollen. Darüber, nachdem der Ungar sowieso hier ist, bleiben wir nur mit 2000 da. Geht das rüber? Wieso nicht? Ein Movement clocked by Hostile Fort. Ah, okay. Kommen wir nicht rüber, weil uns das Fort nicht durchlässt. Weil wir kriegen dann nur Attrition, das kostet uns Geld und Manpower und das wollen wir alles nicht. Das heißt, wir gehen jetzt einmal raus. Schon passt. Sollte der Wahnsinnige auf die Idee kommen, wieder rüber zu latschen, dann können wir jederzeit zurückkommen.
wir das bitte angreifen? Also könnt ihr das bitte angreifen, ihr wahnsinnigen Ungarn? Was machst du da mit deinen Truppen eigentlich? Du hast nichts Besseres zu tun, als mit deinen Truppen quer durchs Land zu rennen. Oh, danke, greift's an. Der Albanien den Krieg erklärt. Das hätten die nicht eh schon genug Probleme, indem sie gegen die Osmanen kämpfen müssen. Ja, sehr gut. Ich werde auseinandergenommen. Das ist das, was ich sehen möchte. Ha, wir haben vergessen. Wir können da ja auch Claims machen und ich habe total vergessen, dass ich daher noch einen. Ach Gott, ich bin so ein Idiot. Seht ihr genau, das meine ich. Ich vergesse ständig irgendetwas. Eins. Es sind einfach zu viele Dinge, auf die wir schauen müssen. Disease Outbreak. Seht ihr, genau deswegen sind wir da nicht mehr mit unseren Truppen. Jetzt kommt sie auch noch daher, damit noch mehr Leute in Treviso rumstehen, oder wie? Fuck. So, und der Martin ist auch belagert, finde ich gut. Ah, und Albanien ist wohl Geschichte. Mit etwas Glück versuchen die Osmanen die Nekroponte oder Kreta oder sowas zu kriegen, weil zu denen komme ich nicht hin. Die können wir nicht belagern. Da können wir uns noch so bemühen. Vielleicht machen wir wieder etwas schneller, damit es ein bisschen schneller die Zeit geht. Hallo? Ja, genau, kommt es noch her. Wenn nicht genügend Leute da rumstehen. Meinst du aber nicht ernst, oder? Sondern auch mal mit 2000 Maxeln. Und wieso schaffen wir nur Status Quo? Das gibt's ja wohl nicht. Es wird ewig dauern, bis wir diese Belagerung haben. Ärgerlich. Sehr ärgerlich.
Aber vielleicht. Oh, versucht zu lösen die Belagerung. Ich habe keine Ahnung, ob meiner mitkämpft oder nicht. Wenn uns jetzt angreift. Na, wir lassen das noch. Warte mal. Wir warten, bis er gelockt ist. Das heißt, bis er nicht mehr zurückkommt. Warte mal, irgendjemand versucht da zu fliehen, irgendeine Ratte. Gibt's ja wohl nicht. Sind die meinen da dabei? Ja, schaut fast so aus. Finde ich gut. Nö, mein Achter geht aus dem nicht durch. Achso, es verbündet mit mir. Naja, vielleicht hätte ich ihn doch durchlassen sollen. Zu spät. Nur sehr recht. Ah, er ist nur noch auf Medium. Finde ich gut. Ja, wir warten darauf, dass diese Belagerung endlich fällt. Ach ja, das ist Outbreak. Euch. Sind wir überhaupt schon irgendwie weiter? Wow, wir haben Belagerungsstatus 4 schon erreicht. Bin mir nicht sicher, was passiert, wenn wir diese Schiffe da rausschicken. Wenn sie dann angegriffen werden von diesen 8000 Schippernackeln? Besser machen. Sind zwei weniger stark. Wenn wir den Hafen blockieren. Wir müssen allerdings vorsichtig sein und schauen, ob die Schiffe rauskommen von seinem Land. Wenn sie das nämlich tun, dann sollten wir sofort fliehen. Was machen diese 6400 Ungarn, diese Wahnsinnigen? Gehen die jetzt wieder weg? Warum? Dann habe ich hungern lassen und jetzt verschwinden sie wieder? Idioten. So, 1205. Wie war das? Was brauchen wir dafür? Have at least 100 opinion of Austria. Und sie sollten uns backen. Das könnte tatsächlich schwieriger werden, als ich dachte. Backing kriegen wir nur von 3 nämlich. Wenn wir Brandenburg oder Sachsen. Ah, nicht. Brandenburg und Sachsen sind am ehesten noch auf meine Seite zu bringen. Nö, 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 nö. Nicht die Augenblick von dort. Wer rennt da jetzt schon wieder rum? Schon wieder der Ungar. In welche Richtung denn rennst du noch? Ja. So,
Er kommt schon wieder. Das vertraue ich dem aber nicht so, weil der wahnsinnige Ungar rennt ja gerade weg. Aber der wahnsinnige. Die Mameluken haben mich als Rivalen auserkoren. Finde ich gut. Schon. Finde ich gut. Fällt bald. Na. Wir werden da ja wohl jetzt nicht wahnsinnig werden und aus diesem Gebiet rausgeflogen werden. Nein, natürlich nicht. Nee, ich fliege nach Venedig. Oh, Kinder. Wie wäre es, wenn wir sie langsam einnehmen würden? Ah. Mailand hat offensichtlich einen General mitgenommen, der Sieges kann. Finde ich gut. Schaut es da aus, da sind wir schon auf 0%, ne, immerhin. Ah, kommt schon. Ich möchte, dass das fällt, bevor wir da anfangen, die vierte Folge aufzunehmen. Das gibt's ja wohl nicht. Ist doch ja urlang. So, außerdem Idiot. Kurz machen wir gleich weiter und machen Romana auch noch. Komm schon, wir haben eine 5%ige Chance. Hopsi. Wir nehmen's. Och, danke. Die gehen nach Verona. Schade. Ich hatte gehofft, sie würden nach Dings gehen. So, jetzt haben wir einen Low Enthusiasm. Das finde ich gut. Na dann, schauen wir mal. Frieden kriegen können. Und zwar hätten wir gern das und das. Und in Wirklichkeit hätte ich ganz gerne noch das. Okay, gibt es mir zurzeit nicht. Außerdem müssen wir sowieso noch warten, bis der hier sein Dings hat.
Consolidate. Wir holen uns. Das wird dann wieder zurück. Du kommst da rüber. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert, dass wir da rüber nach Venedig gehen. Jetzt könnten wir mit unserer Flotte eigentlich das Ding da blockieren, weil wir diese Seite kontrollieren. Stopp. So, diese 19.000 Mann nehmen den stärkeren von den beiden. Gehen wir jetzt mal rüber. Okay, gut. Schabernakel. Lass mal kurz da noch rein. Weil wenn die fliehen, in dem Moment, wo sie fliehen, müssen wir raus, weil dann bleiben sie stehen und werden umgebracht von uns. Falls es nicht so oder so werden. Sie sind so oder so umgebracht worden von uns. So, das ist nur ein Einser vor, nehme ich mal an. Das heißt, wir brauchen da weit weniger Truppen, als wir hier haben. Wir brauchen in Wirklichkeit dann nur 4000 Maxeln. Diese Typen hier gehen zurück nach Treviso. Zurück nach Tirol. Das ist nur ein Einser vor, oder? Ja, ist nur ein Einser vor. Finde ich gut. Was ist mit euch? Wieso habt ihr Dalmatien noch nicht erobert? Das war euer Job. Na gut. Das werden wir dann das nächste Mal sehen. Herrschaften, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis später.